Judo.exe mal wieder natürlich. Wer denn auch sonst? Auch wenn da viel Normie-Shit dabei ist, Leute, kann man sich immer wieder reinschallern. Moin, moin. Moin, moin, Bro. Moin, moin. Moin, moin, Digga. Ganz weird auch, ne? Leute, die immer so... Oh! Sowas, Digga, ich mache auf der Hälfte meiner Fotos so. Moin, moin, Leute. Moin, Bro. Junge, halt deine scheiß Fresse. Immer, immer, Digga, immer. Ich, wenn meine Quarantäne nach meinen Engelchen wiedersehe. Boah, guck mal, wo ich überlebe, wo ich überlebe. Oh, ich hab mich erschrocken, ich hab mich ganz doll erschrocken, Hilfe! Ich versteh das, Bro, ich versteh das. Boah, nee. Sowas kann ich nicht sehen, sowas kann ich nicht sehen. Boah. Digga, auf Peso angelehnt. Boah, was schickt ihr mir hier? Diese eine Fliese, wenn man auf sie nachts um 2 Uhr drauf tritt. Junge, what the fuck, Alter. Da ist aber mal ganz... Da ist aber der Kehlkopfkrebs ordentlich am Kicken, Alter. Bro, Junge, what the fuck, Digga. Geh mal zum Arzt. Ich muss ehrlich sein zu dir. Du bist... hässlich. Ja. Wer heißt der nochmal? Are you dumb? Junge, halt dein Maul, Alter. Was soll das denn schon wieder? Was, kannst du die mal in 1080p hochladen, den Müll hier? Ich komm ungeschoren davon. Aber jetzt sind wir dran. Oh, fuck, Leute. Was geht ab, ihr kleinen Bitches? Immer, Digga. Immer, wenn ich... Ich schwör, früher, ich rausgeflogen bin, sehr oft passiert, musste ich immer die Klinke runterhalten, Digga. Ich bin reingekommen wie der König. Hab mich gefeiert, Digga. Hab mich gefeiert, dass ich rausgeflogen bin. Wie mein Vater mich und meinen Bruder aufweckt. Fühle ich sehr, Digga. Also das ist wirklich noch nie so vorgekommen. Einfach schlichtweg deshalb, weil mein Vater an Weihnachten Zigaretten geholt hat und nie wiedergekommen ist. Meine Eltern werden ich und mein Bruder Geburtstag feiern und wir uns freuen. Fühlt euch nicht zu wichtig, Leute. Fühlt euch nicht zu wichtig. Ja, so. Fucking Goofy angelehnt. Goofy-mäßig. Ich liebe dich. Du, ich bin ein bisschen top, musst du ein bisschen laut. Ich liebe dich. Ah, danke. Mashallah. Der Döner kommt aus Griechenland, Türken. Bro, ganz ehrlich, Alter. Klar, so Fruchtbecher am Strand und so ist nice, aber entspann dich mal bitte. Bruder, türkische Prinz Markus, Alter, ich sag's, wie es ist. Oh mein Gott. Ausländer werden sie einen Hund sehen. Keine Prügelei. Digga, Peaky Fucking Blinders, absolute Baba-Serie, empfehle ich jedem von euch, der 2 Augen und einen Fernseher hat. Keine verdammten Prügeleien. Es ist mir egal, ob ihr Netflix habt, kümmert euch drum. Keine Prügeleien. Keine verdammten Prügeleien! Digga, es würde erstmal voraussetzen, dass man in den scheiß Club überhaupt reinkommt, Junge. So sieht's aus. Dass, wenn ich zu spät zum Unterricht komme und aus Versehen in den falschen Raum gehe. Wo bin ich? Digga, ich hab den Clip so oft gesehen, Alter. Wie er wirklich... Er kotzt einfach wegen Chips, Junge. Ich glaube, der hat noch nie Schwanz gegessen. Jede Aussage von mir, wirklich. Das ist so nice, Alter. Das wäre so geil, wenn das ernsthaft passiert wäre, ne? War ein schwerer Einsatz. Das tut alles weh. Kopf, Rücken, Gelenk. Kannst du einmal... Fühl ich, Mann. ...seriös bleiben? Das einmal in deinen Schädel rein, dass du seriös bleiben sollst. Seriös bleiben kannst. Geht nicht, ne? Ne. Du, wer bist du? Ich schwör's. Ein Kollege von mir, der war immer so auf stillmäßig angelehnt. Der hat wirklich nie gesprochen im Unterricht, Alter. Und wenn der aufgezeigt hat, wurde der immer mit einem anderen verwechselt, Alter. Der wurde immer Dominik genannt. Volari. Ja! Jawoll! Der Punkt, auf den bin ich stolz.
Digga, dieser eine Punkt, wo man... Wegen irgendeiner Atmosphäre, sondern wegen der... Bitte Abstand halten. Digga, halt's Maul. Who's that Pokémon? Es ist Yo Olli oder irgendwer anders. It's ich bin reich! Alles klar, Digga. Alles klar, Bro. Digga, Katja, nimm das aus dem Mund. Ganz ehrlich, an der Stelle fängt doch einfach natürlich die Selektion an. Also nicht, dass ich dem Jungen was Schlechtes wünsche, aber wenn der jetzt dagegen allergisch ist, dann hat er es verdient. Oh, Junge, vertrau mir. Wenn ich am Kartentisch sitze, ist das kein Glücksspiel. Mit einem Kartenspiel kann ich Sachen anstellen, die vielleicht noch 5 weitere Leute in diesem Land können. Oh, oh, ganz wild. Ihr Blutsauger. Ihr nehmt mir alles weg. Ich kann nicht mehr. Und ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Aber ja. Ich kann nicht mehr. Du sagst es, Bro. Ich schwör's euch, Leute. Ganz, ganz wild, wer es noch nicht kennt. Kai der Brecher. Das ist wirklich, also das ist wirklich prähistorisches Assi-TV, Digga. Das ist ganz, 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 ganz wild. Deutsche Memes, die auf den Reaktionsboss warten. Da können sie, glaube ich, lange warten, weil ich glaube, Justin schaut sich sowas nicht an. Hier bin ich ja. Moin, 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 Leute. Ich schwöre, ich glaube ganz ehrlich, dass der auf jeden Fall auf jedem Fußballspiel, der schreit am lautesten. Der schraut wirklich, der schreit bei der WM am lautesten. Da bin ich mir sicher, Digga. Und ein kräftiges... Moin, moin. Er ist so einer, der verschüttet sein Bier, wenn der Fußball guckt. Hinterher. Ganz genau, Bro. Ich meine, das ist fresh. Den Clip kenne ich. Snoop Dogg beschwert sich, glaube ich, irgendwie darüber, dass diese Triplets im Rap. Tatsächlich, immer wieder kommen und so. Finde ich sau nice, diese Diskussion mit 50 und so, die da sitzen. Ach, haltet doch alle die Fresse und ihr habt doch eh keine Ahnung, worüber ich rede. 6ix9ine-mäßig. So sieht's aus. Wenn du beim Saufen beim 5. Mal kotzen wiederkommst und weiter trinken willst. Hallo! Alles klar, Digga. Kennt ihr diesen Clip von Willi will's wissen? Wo er diese Jungen im Rollstuhl einfach frontet, Digga? Hey, mir geht's total gut. Keine Angst, mir geht's echt gut. Stimmt doch, Horst, oder? Ach Leute, apropos, ich habe mir ja ein Bild gekauft, das ist jetzt da, ist von einem Künstler aus Wien. Junge, ich schwör's, Alter, imagine, Digga, imagine, du hast das in deinem Wohnzimmer hängen, Alter. Ganz ehrlich, also jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Leute, ich schwöre es euch hier und jetzt feierlich, genauso passiert, wahrscheinlich. Ich schwöre es euch hier und jetzt feierlich, ich setze mir irgendwann eine Subgrenze und ich werde mir... ein Ölgemälde, ich werde mir Real Talk ein Ölgemälde, bei x 1000 Subs hänge ich mir ein Ölgemälde von Prinz Markus in meine gottverdammte Wohnung. Und ich komme jedes Mal in Erklärungslot, wenn mich jemand fragt, warum habe ich diesen Mann da? Wobei, ganz ehrlich, eigentlich brauche ich keine Erklärungsnot, weil die einzige Erklärung, die es gibt, ist, dieser Mann nimmt doppelt so viel Kokain wie alle Menschen in ganz Deutschland zusammen und ich bin trotzdem immer noch stolz auf ihn. Irgendwie sowas oder einen auf, das ist einfach mein Vater. Irgendwie sowas. Einfach mein Vorbild, Digga. Boah, Alter. Ich find's so nice. Diese Tomate, Junge, es ist so ein nice. Wackelbild. Es ist so ein Wackelbild. Also, you have to remember, this looks very elegant. Perfekt, mein Arzt nimmt immer noch den Urin-Test. Halt doch dein Maul, halt doch deine Fresse. Ah, Junge. Junge, nein, Digga, es gibt Grenzen, nein. Ey, Max, du kennst doch bestimmt die 187 Straßenbande, oder? Wer ist das? Ich kenne sie vom Namen, weil immer wenn irgendwie ein Tower von mir 187 Leben hat, dann spammen wir alle 187. Also ich weiß, dass das eine deutschsprachige Band ist. Eine Band, Alter. 187. Oh, hör zu! Ich weiß, dass das dich aufgeregt hat. Aber komm mal runter! Komm runter! Junge! Junge! Das ist so fun!
fucking real? Bro? Hat dieser Scheißvogel? Digga! Oh, Scheiße, Mann! Wie der Lehrer sagt, dass es mit den Vorträgen losgeht. Oh, Spannung liegt in der Luft, Leute. Spannung. Manchmal muss man. Bro, was ist eigentlich... Also ganz ehrlich, Digga. Ich weiß wirklich nicht, welche Drugs man sich reinschallern muss, Alter. Und ich war sehr viel in Berlin feiern, Bro. Und ich habe keinen gesehen, der so eine Schnute gezogen hat, Alter. Ich habe keine Ahnung, was der sich reinpfeffert, Digga. Dass man so ein, also dass man so ein Gesichtskasper fährt. Auf jeden Fall, Mimik wirklich 10 von 10, wirklich. Also da ist Spielraum. Manchmal muss man Leute zurechtweisen. Und dazu gehört auch Körperlichkeit dazu. Also das, die Meinung vertrete ich. Oh. Du sagst es, Bro, du sagst es. Scheiße! Wenn du in der Küche bist. Alter, ey, das Licht ist angegangen! Lass uns abhauen! Lass uns gehen! Was hat Knossi da gemacht? War der bei Area 51, Digga? Digga, Junge. Polizeimäßig eingestellt. Wenn du jemanden gemacht hast, aber dann auf einmal Mero hört, Bruder. Da ist vorbei. Da ist es einfach vorbei. Es gibt Grenzen. Gib das her. Kann ich was zu essen haben? Mach euch mal die Basics. Kann ich was zu essen haben? Das kommt absolut nicht in Frage. Kann ich was zu essen haben? Zahl euch mal das ab, was ihr dir aufgebaut habt. Und vergiss nicht, wo du herkommen bist. Genau das. Vergiss nicht, wo du herkommen bist. Und Sie sehen, das kleine Ding macht ordentlich Dampf. So ist es nämlich. So ist es nämlich, ja? Wenn dich jemand frontet, immer sagen, Bro, ich hab doch einen Blutpenis. Was am Anfang vom Wachstum her so aussieht wie linear, aber dann irgendwann... Ja, ja, klar. Dann geht's exponentiell komplett in den Schädel rein und stackt sich nur noch, Alter. So richtig die Post abgeht. Was war das? Hier ist was umgefallen. Perfekt, Max. Okay. Bro, ich schwöre, Max auch einfach wirklich die Tour von einem LKW-Fahrer. Wie ich unseren Klassenraum betrete, als ich vom Lehrer rausgeschmissen wurde. Habe ich eben gesagt, genau so ist es, Leute. Genau so ist es. Yo, Leute. Doppelunfall. Hier ist... Nichts und niemand entgeht meinem Radarschirm. Digga, in welchem Urwald bin ich jetzt hier, am Anakäulung? Ja. Nee, ich hab keine Freunde. Jeder Bulle auf der Straße kennt meinen Namen. What the fuck? Wir sind nicht schon willkommen auf der Straße. Ah ja. Räuber, Diebe? Was ist denn hier los? Was bringt mir ein 24-Stunden-Stream, wenn ich nach 12 Stunden keinen Bock mehr hab und dann 12 Stunden streame, obwohl ich gar keinen Bock mehr hab? Richtig. Du völlig Wahnsinniger. Du unrealistischer, bildungsresistenter Intelligenzallergiker. Bildungsresistenter Intelligenzallergiker. Fühle sehr. Eistee, Zitrone. Oh ne, Kevin, jetzt kommt wieder der größte Bullshit. Ich schwöre, so relatable, weil wir wirklich einen Kevin bei uns hatten, der wirklich aufgezeigt hat und einfach das wiederholt hat, was der Lehrer gesagt hat oder was die Schüler vorhin gesagt haben. Und dafür hat er immer eine 1 mündlich bekommen. Dieser gottverdammte Huch. Was soll ich mein Vater sagen? Walla Billa. Oh mein Gott, was soll ich mein Vater sagen? Oh, Bro, Alter, wow, du bist tot, Digga, du bist tot. Und da ist ja gar kein Geld drin. Wir sind jetzt hier am Green Lake und den finde ich persönlich ziemlich fresh. Fresh. Die Agentur in die andere, hat aber noch nicht gehen und dann finden wir, da kann ich noch ein Geld. K1 rafft gar nicht. Rauspressen, bevor ich ihn gehen lasse, wollte ich aber noch einen Stutz haben. Ich schwör auf meine Ein Joghurt. Fühl ich. Manchmal braucht man einfach diesen einen Joghurt, Digga. Manchmal braucht man einfach diesen einen Joghurt, Leute. Bin ich sehr bei dir, Digga. Bin ich sehr bei dir, Mann. Fühl ich wirklich sehr.